Herzlich willkommen zu Blast Kemba. Ich hoffe, man spricht hier so aus. Deswegen wählen wir jetzt Deutsche aus Activision, ne? Irgendwie die Videoanfänge, keine Ahnung. Wir gehen da die PlayStation 1-Historie durch und wir sind im November 1996 noch, also quasi, ne, knapp über ein Jahr, nachdem die PlayStation in Europa kam. Und wir haben hier das erste Vierspieler-Nicht-Sportspiel, ne, also. Vier Spieler. Außerhalb von Sportspielen, Fußballspielen, konntest du zu viert spielen. Aber du kannst das halt alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Intro muss jetzt nicht sein. Ja. Hat gemixte Kritiken, Zugriff auf Memory Card. Hat gemixte Kritiken bekommen. Die einen sagten, ah ja, mal wieder wirklich was Neues. Grafik wurde gelobt. Division ist ein geschütztes Warenzeichen und Blast Camber ein Warenzeichen von Activision. 1996. Spiele. Kann ich hier leicht? Kann ich auf leicht stellen? Ah, Schwierigkeitsgrad. Lauwarm. Kochen, verbrennen. Thermonuklear. Kreativ, kreativ. Finde ich cool. So, dann gehen wir jetzt mal auf Spiele. Kann man? Solo-Ausbildung? Spiele. Achso, ja, nee, 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 nee. Das ist Solo-Übernehmender. Geht mal auf die 40 Kammern gibt es wohl. Erste Kammer. Start zum Bestätigen der Wahl drücken. Yes. Okay, Start war anscheinend nicht das Richtige. Zur Auswahl. Wollte mich irgendwie so ein bisschen rollen oder was? Start zum Bestätigen der Wahl drücken. Select ist es nicht. Hinten ist es auch nichts. X zur Wahl drücken. Start zum Bestätigen der Wahl drücken. Spiele. Ja, das ist doch Mehrspieler. Ey, sag mal. Stimmt damit euch nicht? Ich hab da auf leicht gestellt. Ist eine leichte Menükultur irgendwie. Solo-Ausbildung. Ja, das geht mit X. Ja, ich habe irgendwie gelernt, manche Sachen, die sollst du nicht Benötige verstehen das müssen. Kristall, um am Leben zu bleiben. Stecke es in deinen Reaktor, bevor die Killeruhr auf Null steht. Dreh die Kammer, indem du auf dem grünen Pfahl nach oben läufst. Lustig. Laufe in das Kristall, um den Anschluss herzustellen. Okay, wir müssen den Kristall einsammeln. Steuerung ist wieder Dreh die Kammer, fragwürdig. bis sich der Reaktor auf dem Boden befindet. Aber es war kreativ, ne? Wir müssen aber eigentlich in die. Wir müssen gucken. Tu das schnell. Die Killeruhr tickt. Steig mit dem Kristall auf den Reaktor, um die Killeruhr abzuschalten und aus der Kammer zu fliehen. Schön, dass ich während der Erklärung. Gut gemacht. So überlebst du eine Kammer. Okay, cool. Okay. Cooles Spielprinzip, warum nicht? Also auf der PlayStation 1 hatten wir definitiv noch kein Spiel, was so war. Bis ich würde halt mega gerne. Ah, Start, okay. Spieler. Okay. Ah, okay. Erste Kammer. Perfekt. Glaube ich.
Gelb. Zuzählen. 30 Sekunden. Gelb. Achso, ich muss den, glaube ich, runterschmeißen. Gelb. Abziehen. 15 Sekunden. Rot. Achso, da bin ich. Abziehen. 15 Sekunden. Rot. Warum abziehen? Rot. Gelb. Abziehen. 15 Sekunden. Ist ja lustig. Okay, ist lustig. Rot. Gelb. Kannst dich dann halt wegtackeln. Okay. Sekunden. Rot. Gelb. Grün. Rot. Abziehen. 15 Sekunden. Gelb. 3. 2. 15 Sekunden. Grün. Rot. Gelb. Ist schon lustig gemacht. 15 Sekunden. Man muss erstmal ein bisschen reinkommen. Kannst du halt echt hier mal umhauen? Grün. Ah. Abziehen. 15 Sekunden. Achso, okay, X ist springen. Gelb. Lustig. Achso, er muss das an sein springen, ja? Lustig, wie dann alle erstmal umfallen. Warum kann er mich so wegtackeln? Ist ja lustig, ey. Grün. Er muss dann zu seinem kommen. Ah ja, okay, rot. Und der zieht mir Zeit ab, ja, lustig. Ja, den kann ich bekommen. Nein. Ist schon bescheuert, lustig. Das kannst du. Gibt's da so ein aktuelles Spiel in die Richtung? Warum können die mich so leicht umhauen? Oh, geschafft. Rot, grün, rot. Vor allem das Kommentar dazu. Hör auf, mir Zeit abzuziehen. Okay, das. Okay, ich bin auch raus, oder was? Nee, doch nicht. Läuft eine allgemeine Zeit ab? Ich bin gar nicht so schlecht dabei. 30 Sekunden, grün, rot. 5, gelb. Ah, clever von Gelb, ne? 3, 2, 15, 1, 18, 15, 1. So, ich muss jetzt hier rüberkommen zu meinen. Grün. Nein. 18, 15 Sekunden. Gelb, grün, gelb. Zuzählen. 3. Lustig. Ist lustig. So, die Frage ist, wie werden die anderen Kammern? Sieger, gelb. Ja, komm. Zweiter. Immer ein Zweiter geworden. Lustig. Ist lustig, ja, ja. Weiß halt auch nicht, ob einen das mega lange beschäftigen würde, aber ey. Kumpel zu Hause, mal eine schnelle Runde, warum nicht? So, das Konzept, dass du dir den Kristall schnappen musst, dass du quasi das Level drehen musst und alle fliegen dann erstmal schön auf die Gusche, ist schon ganz, ganz lustig gemacht. Level 2. Zwar so ein bisschen, also es kann schon eintönig werden, ne? Grün. Rot. Merkur, gelb. Zuzählen. Sehr schön. Gelb. Blau. Blau steht da einfach rum wie so ein NPC. Ist das auch. Du sollst mir nichts abziehen. Ist halt das Gefährliche, ne? Achso, ich hab. Okay. Mach doch nicht so. Was ist das da? Alter. Okay, jetzt hast du noch so ein Speed-Ding oder was? Warum steht Blau einfach immer nur da, wie bescheuert? Rot, grün, Merkur, grün, gelb. Abziehen, 15 Sekunden. Blau. Okay. Blau war eliminiert. Grün. Merkur, grün. Abziehen, 15 Sekunden. Wie kommt der so schnell darüber? Merkur, gelb.
Rot, Merkur, Rot. Die hauen mich immer sofort um. Gelb. Rot, Merkur, Gelb. Grün. 5, 8, 10, 4. Wie kommt der so schnell darüber? 2, 1. Merkur, Grün. 18, 15 Sekunden. 4, Gelb. Die sind viel besser geworden. 2, 15 Sekunden. Merkur, Rot. Gelb. Merkur, Grün. 30 Sekunden. Gelb, Grün. Ich hab'n und verlieren sofort wieder. Okay. Da habe ich einen reingemacht. Nö, mach mal nicht. Achso, er. Ach nee, der lag woanders. Ich hab'n. Ist das bescheuert, ey. Lustig. Das ist ein Activision-Spiel. Aber warum nicht? Ich sehe nicht, wann das Gelb ihn bekommt. Ach, hör doch auf. Das läuft ja. Läuft ja auf Turbo Speed. Ach so. Ich sehe nichts mehr. Können wir bitte. Rot. Zuzählen. 30. Okay, ich habe einmal getroffen. Merkur. Wie die einfach auf den Boden flatschen. Ja, ich würde sagen, wir haben es mal angespielt. Auf jeden Fall mega, mega lustig. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Hat auf jeden Fall seinen Charme. Ja, ich meine, so als Einzelspieler glaube ich langfristig jetzt nicht so unterhaltsam, weil es halt irgendwie immer dasselbe ist. Denk mal, da kommen noch verschiedene Mechaniken dazu. Aber so als kleines Spiel so, wenn du Besuch hast. Also damals, glaube ich, Hammer gewesen. Einfach lustig. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Spiel und euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis dahin.